Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Yes? Ja, wir sind im salzigen Mast angekommen. Wir können uns hier umsehen. Und auch Leute beklauen. Aufgereihte Rechnung und Belege zeigen die Beträge, die am Mees angestellt ausgezahlt wurden, sowie ihre Ausgaben für Ale, Fisch und neues Leinen. Oh, hier liegen einfach so ein paar Goldducks neben dem Buch. Und ja, alles, was nicht mit Clown markiert ist, das nehmen wir einfach, habe ich gesagt. Und ja, sie hat hier ziemlich viele Leute. Oriko fällt dir ins Auge. Von einem Ohr baumelt eine goldene Kreole und als er zu dir herübergleitet, flüstert seine schöne, maßgeschneiderte Kleidung förmlich. Du bringst mich in Verlegenheit. Wie könnte ich es mir leisten, Zeit mit einer derart prachtvollen Kreatur zu verbringen? Was redest du da? Berechne mir nichts, da sind wir quitt. Genug der Schmeicheleien. Ich weiß, wie das Spielchen läuft. Das könntest du dir selbst in deinen wildesten Träumen nicht vorstellen. Lass gut sein. Ja. Okay, alter Trunkenbold, Sie können mich doch nicht einfach so hinauswerfen, solange wie ich war keiner von Ihnen Mitglied. Das ist eine ziemlich anschauliche Zuneigungsbekundung an jemanden namens Serel. Okay. Well met, friend. Seine Robe ist zerrissen und mit Erbrochenem verschmiert. Ja, sehr schön. Während er sich den Mund abwischt, wendet er dir sein augenloses Gesicht zu. Willst du eine Geschichte hören? Er lallt mit ungehobelter Stimme. Ah, all die besten Geschichten habe ich erzählt. Er klatscht dich auf die Brust. Ist sowieso mein Club. Welcher Club? Dem Club der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner. So siehst du aber leider nicht aus, Kumpel. Er stupst dir gegen die Schulter. Warte, wenn du den Club nicht kennst, dann musst du... Er ringt nach Luft und greift sich an die Brust. Nach mehreren prekär wirkenden Sekunden erholt er sich wieder. So, wo war ich? Oh, du musst wegen des Rings hier sein. Den Ring. Er drückt ihn dir in die Hand. Den musst du haben, sonst kommst du nicht in die Lounge. Er bekommt einen Schluck auf. Sie lassen da nicht jeden rein, musst du wissen. Er wischt sich eine Hand auf seiner zerrissenen Robe ab. Das ist der exklusivste Club in Kanz-Trutzbucht. Er klopft dir auf den Rücken. Und egal, was du tust, du darfst ihn auf keinen Fall sagen, dass du neu bist, sonst... Er dreht sich und beginnt zu würgen. Mitgliedsring des Clubs der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner. Dieser Ring bedeutet die Mitgliedschaft im Club der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner. Unterhalb seines Siegels wurde in Alt-Edirisch ein Motto eingraviert. Friot und Emento. Dann legen wir den nochmal an. Geben Ederga uns Schwur. I'm here. Ich weiß nicht, können wir einfach so hoch? Ich glaube, mit den leicht bekleideten Damen und so zu sprechen, das bringt uns nicht viel. Ja, Serels Wächter und noch mehr. Netter Ring, du darfst rein. Ah. Die Geschäfte hier im salzigen Mast laufen gut. Okay, das hier ist dann wohl der Club. Gästebuch. Die in das Gästebuch gekristelten Namen füllen viele Seiten des dicken Wälzers. Dennisis, Toro Magnaf, Gakkom, Barkex, Baldin Ob, Cap. Dann nehmen wir das mal mit.
Ja, der Mann betrachtet dich von oben herab. Aha, wie ich sehe, bist du ein Mitglied. Bist du wegen der exklusiven Clubausrüstung hier? Erzähl mir über diesen Ort. Er verschränkt seine Arme. Vereinfacht gesagt, befindest du dich hier im Club der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner im Obergeschoss des salzigen Masts. Er neigt seinen Kopf. Genauer gesagt, befindest du dich in der Mitgliederlounge, was wiederum bedeutet, dass du schon länger als ein Jahr Mitglied bist. Er beäugt dich misstrauisch. Unsere Regeln mögen ja streng sein, aber sie halten das Gesindel fern, meistens. Also zeig mir mal, was du anzubieten hast. Seit einem Jahrzehnt sammle ich die besten Ausrüstungsgegenstände, die es gibt. Ich garantiere dir, dass du nirgendwo eine bessere Sammlung finden wirst. Wow, der hat wirklich das coolste Zeug. Wie zum Beispiel dieser Akebuse. Spokamos Akebuse des schwarzen Bosheit. Macht 26 bis 41 Stichschaden. Hat aber eine Genauigkeit von minus 5. 6 Schadensreduktionsumgebung. Macht aber nicht so gute kritische Treffer. Ist gut. Und lässt sich noch weiter verzaubern. Ja, der hat wirklich die geilsten Sachen. Plus 0,1% zum kritischen Trefferschaden. Plus 1 Entschlossenheit. Verteidigung gegen Zauber. Intellekt Entschlossenheit. Der Umhang ist auch nicht schlecht. Du bist Vincent. Also Ondras Geschenk. Salziger Mast. Vincent. Besondere Waffen. So. Was hast du zu sagen? Ist das die erste Besuch im Club der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner, meine Dame? Ja, ist er. Die Bordellbesucherin hat nichts zu sagen. Ja, jede Menge Bordellbesucher. Aus nächster Nähe sehen sie viel bequemer aus, als man gedacht hätte. Ja. Überraschenderweise liegt zwischen diesen Kissen kein Kleingeld. Verstreute Karten und Blasskonpfeifen lassen darauf schließen, dass hier eine Runde Dunrützgard ein abruptes Ende fand. I'm here. Ich wette, wir kommen nicht einfach so an Serietsfechtum vorbei. Wenn du Serie treffen möchtest, dann sprich mit Mäh. Ich werde dich im Auge behalten. Ja. I'm here. Gut, dann werden wir mal jetzt erst einen Haufen Geld bei. Wobei. Wir sollten uns erst um Mäs Problem kümmern. Dann kriegen wir ja Rabatt, dann sollten wir vielleicht billiger hineinkommen. Wades Augen sind rot umrandet und verschwommen. Er starrt in einen schmutzigen Krug hinein, als würde er dort noch etwas suchen. Er schaudert und nimmt nur einen Schluck. Wade auf die Schulter tippen. Seine Augen sind voller Scham und Selbsthass. Was willst du von mir? Dein Sohn ist verschwunden. Du solltest besser eine Erklärung dafür parat haben, warum du hier bist. Ich habe über Derin gehört. Geht es dir gut? Wie kannst du dich in solchen Zeiten betrinken? Dein Kind ist verschwunden. Nehmen wir das Erste. Wade vergräbt sein Gesicht in seinen Händen. So ist es nicht. Ich bin mit den Jungen zum Fischen gegangen und wollte unterwegs nur eine Kleinigkeit trinken, nur einen Krug Met. Deshalb habe ich ihm gesagt, er solle draußen auf mich warten. Ich wollte ein paar Minuten bleiben, aber als ich rauskam, war er verschwunden. Und du sitzt immer noch hier? Sie schnaubt. Er starrt wieder in den Krug und nimmt einen Schluck. Ich weiß nicht, was ich Oda sagen werde. Ich werde trotzdem nach ihm suchen. Sei nicht so hart zu dir selbst. Du wolltest doch nicht, dass das passiert. Du kannst dich nicht in dir drin verstecken. Früher oder später musst du ihn in die Augen sehen. Das ist keine Entschuldigung, hier herumzusitzen. Sieh zu, dass du deinen Hintern hier rausbekommst und gehen suchen. Dass du ein schrecklicher Vater bist? Wenn ich ein Kind am Hals hätte, wäre ich wahrscheinlich auch hier. Nehmen wir die 4.
Glaubst du, ich hätte es nicht versucht? Ich lebe schon mein ganzes Leben in Ondras Geschenk. Eben wenn jemand schon so lange verschwunden ist, dann... Wade wendet sich wieder seinem Getränk zu und nimmt einen langen Schluck. Okay. Ja. Das heißt, wir fragen uns nach dem Jungen durch. Wir gucken nach, Mays Problem. Ist ja zum Glück jetzt Tag. Und wir haben verdammt viele Aufgaben. Ja. Yes. I'll grant you that Animancy has had its failures, Balreach among them. But does that warrant attacks on innocent practitioners? Superstitious kith have spilled their share of blood. That's no comparison. Animancers have the advantage of education, and with that comes authority and responsibility. I have to say, it's wonderful to have someone to debate with. You'd think they'd be more welcoming of it at the law college. Or we could enjoy a glass of wine and a comfortable silence. Okay. Keiner muss unbedingt diskutieren. Ich gestehe dir zu, dass es bei der Beseelung auch einige Fehlschläge gegeben hat. Belrach unter anderem, aber rechtfertigt das wirklich Angriff auf unschuldige Seelenforscher? Auch die Abergläubigen gestanden haben nicht wenig Blut vergossen. Das ist kein Vergleich. Beseeler genießen die Vorzüge der Bildung und mit ihrer Autorität und Verantwortung. Ich muss sagen, es ist wunderbar, jemanden zum Diskutieren zu haben. An der Sagenakademie ist das leider nicht so erwünscht, wie man meinen würde. Wir können auch ein Glas Wein und behagliche Stille genießen. Also ja, und um jeden Preis. Da müssen wir das Paket zur Schenke bringen. Ja, 1000 Pfund. Tapferer Derin. Ja. Ich habe Derins Vater gefunden. Er ließ den Knaben für einen Met auf die Schnelle allein und fand ihn auch nicht mehr wieder. Jetzt schämt er sich zu sehr, um wieder nach Hause zu gehen. Ja, das heißt, bevor wir hier ins Wasser gehen. Da wir gehen ins Wasser und reden da unten mit der Seele. Unter den Stiefeln schmatzt der Schlamm, unter den Trümmern wuscheln Krabben herum. Derin, der halb im Schlamm und Seegras bedeckte Leichnam eines jungen Knaben liegt zu deinen Füßen. Deine toten starren Hände umklammern einen Dolch. In der Nähe verweilt eine Seele, die im Küstennebel etwas verwirrt und verloren wirkt. Nach der Seele greifen. Als du nach der Seele greifst, schlägt sie nach dir. Um dich herum zischt glühender Nebel durch die Luft. Die Seele kann dich nicht berühren, aber du spürst, wie sie mit schwacher und kontrollierter Wut brennt. Ist schon in Ordnung, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Bei mir solltest du besser nichts Komisches probieren. Beruhig dich und zeig mir, was passiert ist. Nehmen wir das Erste. Die Seele flackert, sie wallt auf dich zu, zögerlich zuerst. Als sie um dich herum wirbelt, erfährst du die Verwunderung, Furcht und Freude. Mittags zwischen den Schiffen herumzurennen. Mit einem Ruck zieht sie dich auf die Straßen um den salzigen Mast. Frauen mit geschminkten Gesichtern winken zwischen Männern, die in das Lampenlicht hinein und wieder heraustaumeln. Vater ist in die Schenke gegangen, wie immer. Er sagte, er würde nur ein paar Minuten dauern, aber es wurden Stunden. Der Mann, der die Tür bewachte, lachte nur, als du ihm das erzählt hast. Eine Hintertür gibt es immer. In der Gasse haben zwei Männer eine Frau in die Ecke gedrängt. Ihre Wangen sind tränennass. Sie steht mit dem Rücken zur Wand und sieht weg. Sie kommen ihr langsam immer näher. Du gehst nach vorn. Die Männer nehmen dich kaum zur Kenntnis, aber die Frau wirft dir flehende Blicke zu. Diesen Blick kennst du von misshandelten Straßenhunden. Und von deiner wohlgeborenen Schwester, als Vater sie aus ihrer zersplitterten Wiege nahm und zum gefüllten Waschbecken brachte.
An diesem Tag warst du sehr tapfer. Ein Messer steckt im Gürtel des Schlägers. Es liegt in deinen Händen und nun ist es in seinem Oberschenkel. Du bist klein und schnell, aber nicht schnell genug. Finger beißen sich in deinen Arm und dein schlammiger Stiefel segelt in dein Gesicht. Und dann wird alles vom kalten Brachwasser erstickt. Die Seele zieht sich von dir zurück und pulsiert mit deiner Frage. Du bist gestorben, um fortzufahren, musst du das verstehen. Das Leben ist ungerecht. Ich erwarte nicht, dass das nächste auch nur ein Deut besser sein wird. Du hast tapfer gehandelt und im nächsten Leben werden die Götter dich dafür belohnen. Deren Seele absorbiert diese Gedanken und verschwindet in Küstennebel, in dem die Docks liegen.